Das Kunst- und Kulturhaus Öblan hat am vergangenen Freitag ein genussvolles Angebot für Augen, Ohren und Gaumen geboten. In entspannter Atmosphäre interpretierten lokale Spitzenmusiker Jazzmusik vom Feinsten. Erlesene Weine wurden vom Diplom-Sommelier Wolfgang Schweiger dargeboten. Also mein Name ist Bernd Wimmer, ich bin aus Öblan und meine große Liebe ist die Musik. In dem Fall ist es die Gitarre, die Jazzgitarre. In den Jahren, wo ich schon musiziere und Gitarre spiele, das ist schon ziemlich lang, also an die 40 Jahre, da lernt man natürlich einige Musiker auch kennen, vor allem aus unserer Umgebung. Daraus haben sie dann immer wieder Projekte entwickelt. Das waren, ob das jetzt Blues-Projekte waren, Rock-Projekte, Projekte mit Sängerinnen. Also die Idee zum Jazzabend, also Jazz- und Weinabend, war, dass ich mit heimischen Musikern aus der Umgebung einen Abend gestalte. Mitgewirkt haben dabei der Hans-Jörg Fischer aus Liezen, Saxophon, der Lupo Lindner am Kontrabass, der Rosa Andi am Schlagzeug, zwei Sängerinnen. Die eine davon ist die Sarah Brandner und die Elisabeth Anreiter aus Mitterndorf. Die Musik, die wir heute gespielt haben, war Jazzmusik. Es waren Jazz-Standards. Und wir haben uns einige Mal getroffen und probt für das Programm. Wir haben aber viel Spaß gehabt, aber es war viel Arbeit dahinter. Für einige Stücke wurden sogar Christoph Huber und Cool-Obmann Hans-Johann Dankelmeier auf die Bühne gebeten. Und der Christoph hat auch noch eine Fotoausstellung mitgebracht. Ausgestellt im Kulturhaus über das Kemetgebirge. Die Fotoausstellung von Christoph über das Kemetgebirge sind im Foyer im Kunsthaus zu besichtigen und das nur mehrere Wochen. Und ich kann euch nur raten, das anzuschauen, weil das sind wirklich wunderbare Fotos, die er da gemacht hat. Mich persönlich hat es gefreut, dass der heutige Abend ein gelungener Abend war. Es hat mich gefreut, dass viele Leute da waren. Es hat mich gefreut, dass viele Leute da waren, die ich kennt habe. Es hat mich auch gefreut, dass Leute da waren, die ich nicht kennt habe. Ich würde mich freuen auf eine Wiederholung. Und die Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus war wirklich perfekt und alle Achtung. Ich sage euch, Jazzmusik ist was Schönes und
Und die Jazzmusik hat auch einen Platz und der Platz heißt Kulturhaus Ölplan. Keep on swinging! Das Kul Öblan verstand es einmal mehr, musikalisch-kulturelle Unterhaltung und Genuss zu bieten. Das Publikum war sich einig. So muss ein perfekter Abend sein. Спасибо. Mille grazie.